Hallo liebe Durstige, draußen ist es kalt, aber ihr wisst ja, mit Raffaello gibt's Endless Summer. Einige von euch werden sicherlich Raffaello Likör schon kennen, aber diese hier ist ein bisschen anders. Es werden nämlich weder Raffaellos noch Kokosraspel darin verarbeitet und wegen seiner speziellen Zusammensetzung ist es eben auch ein Cocktaillikör und dafür brauchen wir Kokossirup und Mandel- oder Amaretto-Sirup. Sowas gibt es bei vielen Lebensmittelhändlern, also Rewe oder Kaufland zum Beispiel. Letzteren Sirup könntet ihr auch durch Amaretto, also den Mandellikör, ersetzen. Und den gibt es eben, wie ihr sehen könnt, einmal mit Alkohol und dann eben auch alkoholfrei. Ihr habt also die Wahl. Wir brauchen außerdem Sahne, Kokosmilch, die man übrigens auch ganz einfach selbst machen kann. Und wie? Dazu gibt es ein Video von mir, auf das ich in der Infobox verlinke. Wir brauchen Wodka, am besten Vanille-Wodka. Da gibt es zum Beispiel den Sky Vanilla oder auch von Absolut Wodka gibt es eine Vanille-Variante. Oder ihr nehmt, so wie ich, ganz normalen Wodka und ergänzt dann mit ein bisschen Vanille-Essenz und notfalls eben auch Vanillezucker. Und wir brauchen noch ein Schlückchen Kokosnuss-Rum-Likör, also zum Beispiel Malibu, alternativ ginge aber auch Pina Colada. Und außerdem noch, allerdings nur zum Dekorieren, ein paar Raffaellos und Physalis. So, und dann brauchen wir ein ausreichend großes Mixbehältnis, in das wir den Wodka schütten und ihn jetzt in meinem Fall eben mit der Vanille-Essenz ergänzen, also so circa ein halber Teelöffel reicht da. Dann gießen wir den Kokossirup mit dazu. Ebenso den Amaretto-Sirup. Wir gießen den Malibu mit hinein. Außerdem auch die Sahne. Und zu guter Letzt schütten wir noch die Kokosmilch mit hinein. Und da das Gefäß nun doch ein bisschen sehr voll geworden ist, es muss ja noch gemixt werden, fülle ich das Ganze nochmal in etwas größeres Gefäß um. Ihr könntet natürlich alternativ alles auch in den Mixer geben, aber es geht eben auch so. Ich nehme hier dieses elektrische Helferlein und verquirle damit alles gründlich. Ja, und dann brauchen wir noch eine geeignete Flasche und natürlich einen Trichter und befüllen die Flasche. Noch ein Hinweis, in dem Likör ist ja relativ viel Kokosmilch enthalten und diese setzt ja, das kennt ihr bestimmt, beim Kühlen eine Fettschicht ab und beim Likör kommt das nicht so gut. Deswegen ist es besser, diesen nicht zu kühl zu stellen, sondern zum Trinken dann lieber noch einen Eiswürfel mit ins Glas geben. Und wenn wir dann Gläser damit befüllen, dann noch ein Raffaello mit dazugeben und das Ganze noch mit einer Physalis abrunden. Es wird, daher auch der Name, eigentlich im Shaker gemixt und als Cocktail ausgeschenkt. Doch warum nicht gleich eine ganze Flasche damit befüllen? Sehr lecker, sehr süffig. Ich war gestern zum Geburtstag und drei Mädels haben sich die Flasche geschnappt und sie war dann auch ganz schnell leer. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann Prost! Falls ihr allerdings mit den Raffaellos lieber Muffins backen möchtet oder sie lieber zu einem Brotaufstrich verarbeiten wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.